sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dommer dabei. Servus schon wieder. Und wir gucken uns heute an Death in Texas gegen Death in Hawks. Also Death gegen Death. Genau, einmal mit Texas und Steuern und einmal mit Squadron Hawks. Ja, favored auf jeden Fall für Death in Hawks, weil die Jitte ziemlich schlecht ist, wenn man zwei Mana bezahlen muss, weil Death in Hawks eben Squadron Hawks spielt und eben die gute Verzauberung. Oh ja. Force of Virtue. Und ja, auf der anderen Seite Death in Texas hier schon mit Ursas Saga tatsächlich. Stimmt. Und Khaldra Complete. Ich finde Khaldra halt als Swinger echt, das ist schon heftig. Zum Beispiel ist es eine Kreatur, die einfach nicht an der Jitte stirbt. Und tatsächlich, je nachdem, wenn der Gegner die Jitte schneller online bekommt, trotzdem noch dazu führen kann, dass du den Gegner brennst. Das ist schon eine Menge, was die auch kann. Ja, ja, ja. Beide hier mit Mulligan. Das ganz ist halt komische Basic-Land-Auswahl. Diese komischen Full-Art Snow-Covered aus Modern Horizons plus die... Old-Bordered Odyssey, glaube ich. Ja. Aber ich habe eine Elder-Fiole gesehen. Oh, ist sogar ein Mulligan auf 5. Mulligan auf 6 und Mulligan auf 5, okay. Das ist heftig. Yo, das ist nicht so toll. Aber ich sehe schon eben eine Fiole und eine Mother of Runes. Das ist schon okay. Da war das Gordonhawk. Oh, beide mit der Fiole. Das ist ein schöner Start bei beiden. Yes. Steffen nicht mit den alten Fiolen? Nein. Was? Der Spirit of the Liber, ist der hier überhaupt relevant? Tatsächlich, da Death in Hawks manchmal Sword of Fiend Eye spielt. Ich glaube, in der Version wird aktuell noch Sword of Steel and Seinen gespielt. Ja. Aber wenn, dann wird es dann relevant, ja. Genau, hier Charming Prince. Ist halt im Endeffekt auch nur, ich leg Charming Prince, um Scry 2 zu machen. Scry 2 zu machen und wahrscheinlich zu blocken. Und ja. Gut, jetzt kommt die End of Turn die Mutti rein. Ja. Die Mutti rein, dann auf 2. Jetzt sollte man den Spirit nicht mehr blocken. Oh, Karkas Wasteland. Das Castle, das Weiße. Das Weiße Castle. Sehr, sehr gut. Dann nimmt man wahrscheinlich einfach 3 Schadenspunkte. Man blockt. Okay. Oho. Ja gut, man kann jetzt Removal ziehen, man kann andere Dinge ziehen. Das sind Karakas. Karakas, ja auch nicht schlecht. Ist das ein Sword of Fire Ice? Da ist ein Sword of Fire Ice auf der Hand. Es ist halt gerade genau die Frage, was da jetzt bei Death in Hawks noch... Ach, der hat die Vial of 2 schon da. Ja, man hätte hier, ich habe den Squadron Hawk gesehen, man hätte hier einfach den Squadron Hawk spielen können, glaube ich, von der Hand. Und hätte dann End of Turn noch einen Squadron Hawk wieder reinweilen können. So misst man jetzt, glaube ich, einen Squadron Hawk. Stimmt, ja. Also auf dem Feld sozusagen. Ja, Trigger auf den Stack, holst dir 3 raus. Ja. Und zwei blockt mal. Man hier? Ich glaube, man blockt hier. Hat er ja eben schon auch schon gemacht, deswegen eigentlich kannst du das... Ja, vor allem, weil eine Skyclave Operation auf der Hand ist. Skyclave Operation kann halt hier dann, wenn Land gezogen wird, einfach mal dann auch die Mutti rausnehmen, beantworten, was ziemlich gut ist. Das ist schon gut. Ja, Mother ist halt kein Giver, ne? Ja, genau. Mother ist kein Giver. Das ist tatsächlich relevant und wichtig. Hier von Death in Texas nur eine Handkarte nur noch. Death in Hawks hat jetzt 6. Ja, ich zieh mal 3, ne? Da ist auf jeden Fall auch eine Force of Virtue auf der Hand. Der wird wahrscheinlich auch direkt rausgeknödelt. Ja, da ist er. Und da ist ein Brimas auf der Hand. Der Brimas ist natürlich... Wie viel Mana kostet der? 3 Mana für 3, 4. Heißt Chalice auf 3 ist auf jeden Fall. Ja, hier nimmt man die Vial dann auf 3 für den. Für den Brimas. Ne, es war kein Brimas, es war eine Skyclave Operation. Ach stimmt, hat's ja schon gesagt. Last of 2. Na, ich hätte hier auf 3 hochgeschoben und hätte dann angefangen, die Squadron Hawks zu kaufen. Ich glaube, wir hoffen mal einfach nur mal Liziten. Ja, Land. Und dementsprechend, das hat man auch gemacht. Wie gesagt, da hätte man mit dem Hawk wieder blocken müssen, damit die Mutti getappt ist. Denke ich. Die Mutti nicht getappt. Es ist halt die Frage, ob man jetzt da drauf geht, ob man den Beatdown gewinnt, weil das ist schon... Hardcast, Sword of Fire. Okay. Ja, dann ist noch ein Mutti. Damit,
Dagegen machst du jetzt halt sau wenig. Ja, und Squadron Hawk. Aber hier nimmt man trotzdem die 3. Ich wollte gerade sagen, hier nimmst du einfach die 3, du schwingst ja mit 4 zurück. Mhm. Also Mathe kann ich. Mhm. Vor allen Dingen mit dem... Echt? Oh. Gut, hier könnte man jetzt gleich die Skyclave Operation spielen, um zumindest mal eine Mutti rauszunehmen. Ja. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Ich glaube, es war ein Port, oder? Oh, Wasteland. Das ist Caracas. Ja, jetzt einfach... Skyclave. Skyclave nimmt eine der Muttis raus. Mhm. Dann hat man noch ein Beat und hat noch einen Hawk auf der Hand. Das ist schon nicht schlecht. Ja, dann... Auf der anderen Seite verliert man jetzt halt echt, echt viele Kreaturen. Und das Deck, gerade Deathen Hawks, braucht Kreaturen, ja, um irgendwas auf dem Feld zu machen. Die haben auch keine Recruiter drin. Nee. Da kommt die Ursachsaga. Das sind halt eine Menge Kreaturen, die jetzt gleich rauskommen. Ja, mindestens 2. Genau. Und das ist schon ziemlich ungeil, denke ich. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch einfach den Hawk, das hätte man letzte Runde auch schon machen können, statt den Skyclave zu spielen, man hätte den Hawk einfach ausrüsten können, schwingen können in der Luft und hätte die 2 Schaden auf die Mutti schießen können. Ja, ich glaube, das wäre auch the way to go gewesen. Da ist der Beat. Dann 2... Oop. Tap. Oop. Oh. Flickerwisp. Okay, ganz cool. Wenn man jetzt das Schwert rausnimmt, kann man blocken und kann Schutz vor Weiß geben. Heieiei. Weil man musste hier das Schwert rausnehmen, weil die Hawks ja 2-2 sind, beziehungsweise mit dem Schwert 4-4, was einfach zu groß ist für eine Flickerwisp. Das ist ziemlich dämlich. Da geht die auf 2. Ursachsaga. Könnte man hier... Macht mal da einen Token. Ja, wenn, dann macht man den Gegnerzug. Stimmt. Wenn man jetzt eh nichts machen kann, die Weile auf 3, da kommen noch Recruiter, Skyclave, Recruiter, alles Mögliche. Da kann noch eine Menge reinkommen. Jetzt ist nur die Frage, was beim Deathen Hawks Spieler noch passiert. Ja, ja. Ich meine, die wird im Endeffekt auch nur aus Krüssel oder so gehauen. Wahrscheinlich. Da ist eine Äderfiole gezogen. Nicht so geil. Aber die legt man, setzt die nächste Runde die andere Weile auf 3 für... Nee, man hat, glaube ich, nur die Skyclave und Primas noch als 3er-Slots. Aber das sind immerhin 5 bis 6 Karten, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, viel ist es nicht. Ja, ne? Aber man kann halt trotzdem dann eine Edefiole hochticken. Aber hier equipt man erstmal, geht hauen, hofft vielleicht eine Karte zu ziehen. Block. Schutzverweis. Da passiert halt gar nichts, außer dass man eine Kreatur quergelegt hat. Dann kommt Skyclave. Da geht das Schwert. Jetzt geht der Hawk drauf. Mhm. Damage ist immer noch. Damage ist immer noch drauf. Dann macht man einen als 1 Dude und so schnell hat man das Board geswingt. 2-2 Dude. Ja. Ja, das ist halt. So schnell hat man das Board geswingt. Trigger auf den Stack. Tap. Macht man noch, man noch einen Dude. Opfert das. In dem Fall kann man jetzt hier entweder Retrofitter Foundry oder Shadowspear nehmen. Ja, aber ich glaube, bei dem Sportstate brauchst du keinen Shadowspear, oder? Man hätte eher den Shadowspear genommen. Der Shadowspear ist hier aber in der Version nicht drin. Der ist im Sideboard. Was eben das Problem beinhaltet, dass eben genau und ich den Tag danach hier noch ein Turnier gespielt habe, wo ich den Shadowspear dann reingenommen habe, statt die Retrofitter, weil ich die Retrofitter sehr, sehr underwhelming fand. Ja. Ja, okay. Dann ist hier der Surrender. Ja, war... War interessant. Starker Start von Hawks und dann hat Texas einfach die Kontrolle übernommen. Ja. Ja. Genau. Hier wird nochmal über die Retroder Funry geredet. Jetzt bin ich mal gespannt. Und geresettet. Jo. Diesmal ohne schöne Würfel. Ja, diesmal ohne schöne Würfel, diesmal nur mit komischer App. Und. Aber dafür wieder live. Ja, endlich wieder live im Laden. Das ist schon ziemlich gut. Ja, auch wenn es mit Maske ein bisschen anstrengend ist, aber... Ja, tatsächlich. Also gerade auf Turnieren. Ich habe jetzt einige Turniere mitgespielt. In einer Zeit wird es auf jeden Fall so anstrengend, dass einem doch schon der Kopf ziemlich raucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich verstehen. Deshalb mal schauen. Ja, was hat man jetzt? Was kann Hawks boarden? Removal? Eine Menge. Removal, Hawks spielt auf jeden Fall noch Council Judgments. Es können Sachen wie der Leonin Relic Warder kommen. Boarden, ja.
Also wirklich, wirklich eine Menge Stuff. Disenchant? Manchmal. Ja. Ja, bei Death and Taxes selber der vermutlich Shadow Spear und zwei Endurance. Nicht Endurance, zwei Solitude. Solitude, ja, stimmt. Die werden ja mittlerweile gespielt. Genau, zwei Stück im Sideboard. Manchmal spielt man auch eins Mainboard, aber es sind im Endeffekt ja auch nur Swords to Plowshares, die man herbeirufen kann. Jo, das stimmt. Deswegen. Ja, und vor allen Dingen, die sind, kosten 5, ne? Die kosten 5 und sind 3-2 Lifelink. Hat mich schon dazu verführt und hat mir auch ein Finale verloren, dass ich sie auf die Fiola auf 5 drehen wollte. Das hat mir ganz hart, gerade gegen Delver, den Tag verhagelt. Das ist ätzend. Ja, hier sehe ich 3 Länder plus Stuff. Aber da wird ein Mulligan genommen. Vor allen Dingen muss man eben überlegen, die Runde davor, Death and Taxes mit Mallow 5. Mallow 5 und es war, glaube ich, keine Stormforge im Spiel. Nee. Von keinem Spieler eine Stormforge und dementsprechend noch keine Yitte Plays. Ja. Weil eigentlich dreht sich dieses ganze Matchup immer um die Yitte. Ja, stimmt. Und deswegen ist Death and Hawks ja auch ein bisschen weiter vorne. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Kaldra Complete ist hier schon ziemlich, ziemlich gut. Gerade um dann halt zu sagen, okay, du hast eine Jitte, ich habe eine Kaldra, ich hau dich kaputt, bevor du irgendwas machen kannst. Ja. Das ist schon ganz gut, aber... Da wummst die Kaldra halt einfach härter. Da ist eine Jitte auf der Hand, die legt man drunter wahrscheinlich, weil da ist auch eine Stormforge auf der Hand. Das ist schon mal auf 5. Der Death and Taxes Spieler hat aber auch... Ach, Mulligan auf 6, genau. Jo. Ja, dann kommt ein Giver. Ne, eine Fiole, okay. Krass. Sehr, sehr guter Start. Ich frag mich sowieso, ob die Giver noch gespielt werden, weil man hat sie ja auch nicht gesehen. Doch, Giver werden noch gespielt. Da ist nämlich einer auf der Hand. Da ist die Stoneforge. Genau. Stoneforge sucht Titte von unten. Wahrscheinlich. Genau. Beide wieder mit Fiole. Ja. Sehr, sehr gut. Das macht das Spiel so viel interessanter, wenn beide Fiole haben oder gar keine. Ja, ansonsten ist das Spiel ein bisschen einseitig, aber ja. Fiole ist halt auch ein Key von dem Deck, ne? Ja, yeah, genau. Genau, das ist auf jeden Fall korrekt. Da kommt Ursa-Saga. Zwar haben wir wahrscheinlich eine Stormforge. Talia Stormforge. Talia ist ein rausgebordet bei beiden Spielern. Ja, stimmt, die bringen ja gar nichts. Nein. Ja, wenn du genug zum Reinboarden hast. Ja. Das ist die Frage. Stimmt. Ich weiß, dass bei dem Death Taxes Spieler 2 Solitudes, ein Shadow Spear, eine Pithy Needle reingebordet wurde. Ja. Und bei Death Hawks weiß ich auch, dass alle Talias rausgebordet werden konnten. Ja, die Pithy Needle geht dann wahrscheinlich steil auf Jitte. Jitte, Ätherfiole, viele verschiedene Dinge. Hier sagt man einfach Go und ja, sagt dann im Gegnerzug die Jitte rein und versucht dann langsam was zu machen. Man hat halt auch den Landdrop gemisst. Nächste Runde kann man dann aber für die über die Fiole den Primas spielen. Ja, da ist eine Pithy Needle. Ja, jetzt bringt man erstmal. Ich glaube, ich habe eine Kaldera Complete gesehen, aber es ist die Hitte, die man reinbringt, okay. Und dann Pithy Needle auf Stoneforge. Wenn der Gegner jetzt nichts reinlegt. Also das nochmal Sword of Fire and Ice auf der Hand. Man kann hier natürlich darauf hoffen, dass der Gegner nichts reinlegt. Aber wird reingelegt. Dann in die Reaktion auf das Aktivieren die. Uff. Und dann sagt man Fiola an wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, Fiola. Ja. Das ist bitter mit dem Primas auf der Hand. Also der Primas nächste Runde wäre richtig cool und richtig gut. Wenn jetzt noch ein Land kommt, ist der Primas aber so oder so draus. Ah, ist ein Hawk. Ja, ist nur ein Gaga. Ja, aber Gagas sind gut. Ja, ja. Das Deck heißt ja Death and Hawks. Ja. Ja, okay, jetzt hat man die Jitte. Jetzt ist die Frage... Boah. Ja, Jitte, Quickbeat. Also da sehe ich wenig Probleme. Ja, dann Schutz vor Weiß und rein dafür. Ich würde ihm noch nicht mal jetzt schon Schutz vor Weiß geben. Ich würde einfach angreifen. Ja, stimmt, du kannst ja, die Jitte gibt ja immer, wenn die Damage macht, stimmt. Genau. Ich habe die Equipments nicht so im Kopf. Ja, vollkommen verständlich. Ist auch gerade, weil sie ja immer unterschiedlich sind. Ist ja interessant. Ich wollte kurz sagen, ja, hier ist wirklich die Frage, ob man einfach Schutz vor Weiß gibt oder nicht. Ich glaube, das wird hier auch überlegt. Ich würde hier einfach reinschwingen und würde sagen, mach mal. Ja, ja. Show me what you got. Weil wird der Gegner blocken? Das ist die Frage. Ich
denke nicht. Ich muss überlegen, wenn der gleichen Token macht, hat er da halt ein 1, 2, 3, 4, 4er lieber. 5, 5er mit dem, 5, mit dem Artefakt, 5er mit dem, was er noch raussucht. Ja. Da wird Schutzverweis gegeben, da kommt Solitude. Eigentlich Solitude. Ja. Jetzt erstmal gucken. Was ist Solitude? What the fuck? Ja. Und damit war es auch dann Surrender. Da war auch dann schon vorbei. Weil dann wird jetzt Jitte equipped und dann wird alles gemacht. Und, ja, vor allen Dingen Token plus Shadow Spear, wo der wahrscheinlich gesucht wird. Richtig. Einfach zu strong. Und deswegen, ja. 2-0 für Death and Taxes gegen Death and Hawks. Sehr, sehr cooles Matchup. Und hier auch cool gezeigt, was neue Karten aus Modern Horizons 2 mit dem Matchup machen. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.